So, hallo, wir machen weiter. Bei WarioWare Smooth Moves und letztes Quatsch, Get It Together. Heilige. Letztes Mal habe ich rumprobiert, hier Englisch einzustellen. Du musst aber scheinbar über die Switch machen. Außerdem haben wir uns den neuen Wario Cup angeschaut. Das war, glaube ich, so das Sinnvollste des Parts. Null. Denn ansonsten waren wir wieder sehr erfolglos, was die Missionen angeht. Jetzt würde ich aber sagen, wir machen die nächsten Missionen. Wir gucken einfach mal durch, was alles so kommt. Und manche davon schaffen wir ja und manche halt nicht. So. Also das ist auch, ne? Schließe 7 Runden, ohne dass eine der Sphären den Boden berührt. Das ist insane. Das ist insane. I'm sorry. Das ist insane. Das lassen wir auch erstmal sein. Und dann geht's weiter. Ach, das war auch, das war einfach nur nervig. Das weiß ich, wie es funktioniert, aber es ist nervig. Lassen wir erstmal weg. So. Schließe als Penny das Spiel Evakuriorologie auf Level 3 ab, ohne dich je nach links zu bewegen. Okay. Wir versuchen mal zu merken. In Technologie sind wir jetzt unterwegs. Penny, Level 3, Evakuriorologie, ohne nach links. Mal gucken, ob ich es mir merken kann. Wir lesen erstmal alle durch. Jojo, Zündschaltung, schließe 9 Runden am Stück erfolgreich ab. Okay. Schließe das Spiel E-Mail-Wegbereiter ab, ohne dass eine E-Mail auch nur ein einziges Mal aufgehalten. Okay, verstehe ich. Verstehe ich. Da muss man die Dinger so schnell wegmachen, dass es halt... Ja, kriegen wir hin. Ist egal mit wem. Okay. Als 5 Volt netter Empfang, schließe 5 Runden am Stück ab und warpe dich nur einmal. Okay. Muss ich mir mal nochmal angucken, was das für ein Spiel ist, aber okay. Schließe das Spiel Codeblock erfolgreich ab, nachdem du mindestens 2 Blöcke auf einmal zerstört hast, okay? Ah! Oh Gott. Ist das dieses Ding, wo sich die Dinger drehen? Das kann ich überhaupt nicht. Vielleicht ist es das, ich weiß es nicht. Robotop erfolgreich ab und platziere dabei alle Teile so, dass sie jeweils mindestens zur Hälfte seitlich... Ah, verstehe. Okay, kriegen wir hin. Schließe als Cricket das Spiel Sushi im Akkord auf Level 3 ab, indem du dir mindestens einmal alle Äpfel und Ananas schnappst. Mindestens einmal alle Äpfel und Ananas. Also die falschen sozusagen. Ich glaube, das ist schon der Boss gewesen. Das heißt, wir kommen jetzt wieder raus. Ja, da ist dann schon ein Nintendo. Okay, das war jetzt ja nicht so viel. Technologie. Let's go. Da haben wir es doch schon. Evakuriorologie. Mit Penny, ohne nach links zu gehen. Okay. Ja, ist mir klar, dass du dafür nicht gut geeignet bist, meine Dame. Dann gucken wir mal, ob wir es hinkriegen. Fliehen. Auf Level 3 war es aber, ne? Nicht nur jetzt auf Level 1. Fliehen. Ja, toll. Aber, ach so, ja, ja, jetzt muss ich... Ja, okay, verstanden. Also auf Level 3 war das, glaube ich. Ja, das ist jetzt schon kacke. Jetzt muss ich nach links, lul. Okay, ich glaube... Ich darf aber stoppen wahrscheinlich, ne? Klar, das funktioniert, das ist easy. Aber ich glaube, ich darf stoppen. Wir probieren es mal aus. Ich schieße mal nach da und jetzt einfach... Ah, jetzt habe ich es verkackt. Ja, moin. Ja, okay. Aber es ging um Level 3, glaube ich. Also... Ah, das ist jetzt einfacher. Nein, es ist nicht, weil jetzt muss ich nach links. Scheiße. Das andere wäre einfacher gewesen. Ja, in Level 1 ist das easy. Also in manchen geht es auch gar nicht, ohne nach rechts zu gehen. Nach links. Jetzt einfach nach oben. Nein, du blöde Nuss. Entschuldigung. Ich glaube, schießen kann ich in alle Richtungen. Ne? Ich weiß, dass es in Level 3 sein muss. Ich habe das nicht vergessen. Okay, das ist jetzt wieder die gute.
Nein! Ah, verdammt, weil ich zu schnell hoch bin. Scheiße. Okay, wir starten nochmal neu, weil jetzt sind es zu viele. Also jetzt wird es zu schnell, das wollte ich sagen. Fliehen. Es ist ja angenehmer, das zu machen, wenn es langsamer ist. Fliehen. So, ich meine, ich probiere es bei den anderen auch einfach, um in dieses Ding reinzukommen. So, jetzt bitte das mit dem Knopf über mir. Fliehen. Lol. Ja, wie soll das denn gehen? Das war eine Stufe 3, in der es überhaupt nicht möglich ist, glaube ich. Also zumindest sehr schwierig. Na gut, danke, dass du mir eine schlechte Stufe 3 gibst. Das ist auch wieder... Aber ich meine, das ist ja auch nicht Stufe 3. In der müssen wir es ja gar nicht schaffen. So, raus da. Fliehen. Super. Ja, vielleicht geht's sogar, wenn man da nicht zurückschwenkt oder so. Keine Ahnung. Aber ziemlich blöd, muss ich sagen, für Stufe 3. Da hätte ich eine schönere Stufe 3 gehabt vorhin. Ja, das klappt ja auch noch. Ja, das ist das, was ich will. So, jetzt ganz vorsichtig. Hat es gereicht? Oder hat es jetzt zum Schluss noch als nach rechts gezählt? Ja, es hat scheinbar noch gezählt als nach rechts. Okay. Nach links. Ja, jetzt wird's eh wieder zu schnell. Irgendwie muss ich bei dem Hochziehen scheinbar noch dann das falsch machen am Schluss. Ach, komm schon. Lass mich nochmal kurz lesen. Kann ich eigentlich runterspringen irgendwie? Nein, okay, cool. Oh, das wird ja stressig. Also, schließe als Penny auf Level 3 ab, ohne dich je nach links. Ja, okay, es ist schon genauso. Also hat er einfach irgendwas als nach links erkannt, was ich gemacht habe. Okay. Ich verstehe schon, Spiel. Ich verstehe schon. Und wieder mein Wunsch, lasst mich doch in Level 3 starten. Nintendo, ich habe nicht so viel Zeit wie ihr. So. Aber wie soll das zum Beispiel gehen ohne... Ja, toll, ohne nach links. Das ist doch das Ding. Dann gehe ich nach oben und das zählt dann auch so ähnlich wie nach links. Ach, Mensch. Also, ne, weil wenn ich nach unten schieße, das ist so nah an mal kurz nach links kommen. Ah. Fliehen. Ja, aber jetzt, wie zum Beispiel, ne? So komme ich ja nicht. Oh, ey. Da muss ich dann gerade hoch. Aber gerade ist halt so ein Ding. Toll. Ja, das kann ja nur super... Oh mein Gott, nee. Okay, wir gucken weiter. Was hatten wir noch gelesen? Davon kann ich mich nicht erinnern, dass ich da was gelesen habe. Kann mich an die alle überhaupt nicht... Ah ja, das war das ohne dass einmal was im Weg ist. Können wir eigentlich gleich mit Penny probieren. Die könnte einfach die Sachen wegschießen und alles ist cool. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, da wurde schon aufgehalten, lol. Okay, aber ist egal, wir können ja 3 Millionen normal probieren.
frei machen. Ja, der ist jetzt auch schon aufgehalten worden. Schnell durchlaufen. Weg frei machen. Ja, gut, da sind sie eh 3 Millionen E-Mails. So, also wenn dann in Level 1. Wenn dann in Level 1. Weg frei machen. Wurde der jetzt aufgehalten? Nein, wurde er nicht. Perfekt, tschüss. Okay. Fluchtwegprüfung, kann ich mich nicht erinnern, was gelesen zu haben. Kann ich mich auch nicht erinnern, kann ich mich auch nicht erinnern, kann ich mich auch nicht erinnern, kann ich mich auch nicht erinnern. Abrissapfel, kann ich mich auch nicht erinnern. Da war irgendwas. Aber ich hab's vergessen. War das das mit Mama? Mit Mama, sag ich schon. Mit 5 Volt? Schließ mit 5 Volt ab, ohne nur einmal zu teleportieren, oder? Indem du nur einmal teleportierst? Fünfmal? Was ich nicht ganz verstehe, ist... Wie für Empfang sorgen. Ach so, der muss... Ah... Empfang sorgen. Der zeigt hin, wo er hin will. Verstanden. Jetzt habe ich's gerafft. Für Empfang sorgen. Der zeigt dahin irgendwo. Jawohl. Für Empfang sorgen. Da könnte es sein. Gar kein Problem. Für Empfang sorgen. Gut. Das heißt, man muss immer rausfinden, wohin das Ding will. Das ist auch wieder sehr flach. Scheiße. Der da wär's gewesen. Okay, fünfmal. Fünfmal. Sollte doch machbar sein. Für Empfang sorgen. Ah, fuck. Für Empfang sorgen. Nein. Bin ich denn dumm? Für Empfang sorgen. Der ist jetzt aber der hier hin. Gar kein Problem. Sheesh. Für Empfang sorgen. Relativ flach. Da. Nein. Hä? Hier? Oha, was? Gott, das lief beim ersten Versuch besser, Lul. Für Empfang sorgen. Kleinigkeit. Für Empfang sorgen. Kleinigkeit. Für Empfang sorgen. Ja, aber das ist jetzt halt überall möglich. Da sind so viele im Weg, das ist doch jetzt Glück. Oder erkenne ich irgendwo ran noch mehr, wie das geht? Ich meine, die Richtung verstehe ich, das müsste jetzt der obere sein. So. Für Empfang sorgen. Oder verstehe ich irgendwas doch noch nicht so ganz? Für Empfang sorgen. Okay. Für Empfang sorgen. Okay. Der letzte wäre es jetzt, ne? Für Empfang sorgen. Ja, oh Gott, okay. Keine Ahnung. Ich habe es offenbar richtig gemacht. So. Hündchen aufziehen. Ja, das ist fucking Codeblock. Also zwei gleichzeitig zerstören und dann das Ding abschließen oder so war es, ne? Irgendwie so war es. Ja, aber wer zerstört denn zwei gleichzeitig vielleicht die Bombe? Angleichen. Ja, da ist ja eh nur jetzt eine Ecke. Ohne Probleme.
angleichen. Ah, das war das Falsche. Ups. Angleichen. Okay, jetzt kann ich zwei gleichzeitig kaputt machen. Scheiße. Ach, Mann. Jetzt nicht mehr. Das war eh kacke. Oh Gott, das ist nicht mein Spiel, ey. Kurzer Prozess. Angleichen. Ich glaube, das ist eher als auch nicht der Beste dafür, weil man da halt immer warten muss, bis die hochkommen. Nice! Oh mein Gott, das war die Mission, oder? War sie nicht. Scheiße. Okay, irgendwas habe ich dann falsch gelesen wieder. Gucken wir es mal. Das war auch, habe ich auch verstanden. Das lassen wir ihn gleich mal drin. Ich muss ja nur schieben. Ich muss ja nur schieben, sodass es immer weit rausragt. Nein, das ist viel zu weit dran. Oh, ach so, aber das war zu schlecht jetzt. Okay. I see. Aber er ist dafür gut geeignet. Montieren. Also es darf schlecht sein, aber nicht zu schlecht. Nein, der ist viel zu nah dran. Ah, ich verstehe. Egal, wir können es ja auch mit einem anderen Level machen. Montieren. Das ist mehr als die Hälfte draußen und... das nicht. Ah, weil der zu weit drüber. Okay. Dann muss ich den in die andere Richtung schieben. Okay. Montieren. Ja, genau. Na so. Sehr schön. Da brauchen wir erst Level 3, dass wir das schaffen. Okay. Robogießer habe ich auch nichts gelesen. Rettung in Winzer habe ich auch nichts gelesen. Und das war Level 3 abschließen und trotzdem alle Dinger mitnehmen. Da wir hier aber jeden Charakter wählen können, nehmen wir natürlich den, mit dem es am leichtesten ist. Das sind irgendwelche Flugcharaktere auf jeden Fall. Mantis ist sogar am allerleichtesten angeblich, weil ich da hin und her wechseln kann wahrscheinlich ganz schnell. Ich würde, glaube ich, trotzdem eher einen Flugcharakter wählen. Ich glaube, damit geht es am einfachsten zu steuern. Aber hey, warum nicht? Wir nehmen Mantis, was soll's. Jetzt müssen wir halt erst durch Level 1 und 2 durch. Und die dauern 3 Millionen Jahre. Ich finde das schon ein bisschen kritisch, bin ich ehrlich. Ich finde das schon ein bisschen kritisch, ne? Jetzt müsste ich nur mal wissen... wie kann man denn die wegschmeißen, die man nicht will? Ja, weil es heißt ja, das verstehe ich jetzt nicht. Es heißt ja, ich muss erst die anderen nehmen, bevor ich... Hä, im Moment. Nehme alle Äpfel und Ananasse, hieß es doch, ne? Lass mich das mal kurz lesen. Ah, guck mal, die Zündschaltung habe ich vergessen. Oh nein. Oh, nein, 9 Rohre. Okay, jetzt verstehe ich das Problem hier. Okay. Schließe das Spiel erfolgreich ab, nachdem du mindestens 2 Blöcke auf einmal zerstört hast. Ich frage nochmal. Habe ich das mit der Bombe nicht gemacht? Ich habe doch 2 auf einmal zerstört und dann erfolgreich abgeschlossen. Check ich schon wieder nicht. Ah, Sushi immer... Ach, als Cricket. Okay, erstens, ich muss Cricket nehmen. War das nicht... Nee, was war Mantis, den ich hatte? Okay, ich muss Cricket nehmen. Indem du dir mindestens einmal alle Äpfel und Ananasse schnappst. Okay, vielleicht kann der die ja irgendwie ablegen. Oder was auch immer Äpfel und Ananasse sind. Vielleicht ist es auch was anderes, was bei Level 3 dann noch zusätzlich dazukommt. Kann ja auch sein. Ich habe das so verstanden, dass es vielleicht einfach, dass ich was Falsches nehmen muss und es dann wieder ablegen kann. Aber vielleicht kann ich das ja gar nicht. So, also Quickie, komm her.
So. Greifen. Ich dachte halt, dass das Ananas ist. Zusammenfügen. Aber vielleicht ist das gar nicht Ananas. Vielleicht hat Ananas und Äpfel wirklich nur in Level 3 irgendwas eine Bedeutung. Weil man kann ja... Ah doch, man kann es zurückgeben. Okay, okay. Alles klar. Das war genau das, was ich gerade ja wissen wollte. Ich kann also sagen, oh, ups, wollte ich nicht. Hier, nimm es wieder. Und das muss ich dann nämlich mit den Äpfeln und den Ananas machen. Dann hat es schon seinen Sinn, was ich gesagt habe. Na, jetzt ist klar, jetzt kann ich es erstmal spielen. Muss ich erstmal bis Level 3 kommen. Okay. Greifen. Ach, stimmt ja, das ist ja später gar kein Sushi mehr geworden. Sondern das war ja der Quatsch. Dann ist es wahrscheinlich in Level 3 noch viel interessanter. Jetzt verstehe ich. Äpfel und Ananas ist wahrscheinlich dann was ganz anderes. So, den brauchen wir. Und den brauchen wir. Den brauchen wir. Und den brauchen wir. Okay, jetzt Level 3. Also, ich muss mir erst alle Äpfel und Ananasse schnappen. Na, jetzt schauen wir mal, was überhaupt kommt. Greifen. Da ist schon mal so ein Apfelstück. Zusammenfügen. Okay, also ich muss Stücke zusammensetzen. Und jetzt muss ich mir alle erst schnappen. So, zack. Und jetzt den hier. So. Das ist schon der richtige, den will ich gar nicht. Nein, den wollte ich nicht da drauf setzen. Okay, von vorn. Und das ist jetzt das Ärgerliche. Man muss wieder Level 1 und Level 2 spielen. Nintendo, bitte seid doch mal ein bisschen kundenorientierter. Da kommt doch jedes Kind drauf, dass das schlauer ist. Dass man hier... Oh mein Gott. Dass man hier... Na, egal. Mit wem rede ich? Ihr könnt auch nichts dafür. Toll, oder? Ja. So, Kakteen wieder zusammensetzen. Hurra. Zusammenfügen. So. Also jetzt nicht zu hektisch werden. Wir wissen, was ich tun muss. So grob zumindest. Greifen. Ja. Zusammenfügen. Also wir müssen uns alle Äpfel schnappen. Das da drüben ist der richtige, dann ist das der falsche. So. Das ist der falsche. Das ist der falsche. Das ist der richtige. Das ist das richtige. Oh, das zählt jetzt auch schon. Oh, das ist ungünstig. Okay. Muss ich schneller machen. Verstanden. Alles klar. Und wieder Level 1 und 2. Greifen. Lasst mich doch in Level 3 starten. Weil so macht das keinen Spaß. Muss ich leider gestehen. Ja.
Greifen. Zusammenfügen. So. Ich werde ein bisschen versuchen, mit Pause zu arbeiten. Weil dann sehe ich nämlich noch die Dinger. Oder macht er dann schwarz? Ah, ja, ja, okay, dann macht er schwarz. Aber ich kann trotzdem... Ich kann mir trotzdem ja merken, wohin ich muss. Also es kommt einer mit Ecken. Ja, ich brauche so ein Rechteck. Das Rechteck ist auf der... Das ist so nervig, dass die manchmal nicht zurückgehen. Das dauert nämlich auch dann seine Zeit, die wieder zurückzugeben. Okay, ich brauche rund und Streifen. Das ist rund und anders. Das ist eckig und anders. So. Jetzt kommt's. Ananas, ich brauche die Spitze. Also ich brauche so ein Dreieck. Dieses hier brauche ich. Und jetzt brauche ich die Treppen. Wo sind die? Okay, die Treppen sind rechts unten von mir. Ich muss also alle anderen erst schnappen. Yes! Ey, das Geräusch macht einen so kirre, ne? Okay, gut. Gut, dann hatten wir jetzt noch dieses Gangschaltung, wo war... Ah, das war das hier, ne? 9 Runden mit unserem Jojo-Typi. Ja, der halt überhaupt nicht dafür geeignet ist. Danke, Spiel, dass du mir das auch nochmal auf die Nase bindest. Ohne, dass er daneben langt. Ihr wollt mich komplett verarschen, ey. 9 Runden. Never ever. Schalter umlegen. Das schaffe ich nicht. Schalter umlegen. Ja, super. Und das zählt jetzt schon alles daneben, oder wie sehe ich das? Sehe ich das richtig? Dass das schon alles daneben? Wir üben mal eine Runde. Schalter umlegen. Ah, das müsste jetzt praktisch schon daneben gewesen sein. Also ich meine, es ist eine tolle Zielübung. Aber puh. Schalter umlegen. Mal schauen, wie schnell es bei der 9 wird. So, das ist mir zwar interessant zu gucken. Ja, okay, die Schalter sind schon recht nah und man fährt recht oft hin und her. Also. Schalter umlegen. Jetzt hätten wir schon die 8. 9. Ja, und doch, doch, ich glaube. Doch, ich glaube. Ah, das Herz habe ich verpasst, aber jetzt schnell den Stern noch mit. Ja, okay. Wenn ich den einen Fehler nicht gemacht hätte, hätte ich es jetzt schon. Schalter umlegen. Wir können es auch jetzt noch machen. Es müssen ja nur 9 am Stück sein. Ist ja egal, wann wir die kriegen, ne? Schalter umlegen. Ich meine, wie lange habe ich jetzt keinen Fehler mehr gemacht? Da hinten ist es. Okay. Schalter umlegen. Herz, Stern. Yes! War gar nicht so schlimm. War gar nicht so schlimm. Ich habe umsonst gemeckert. Ich habe ganz umsonst gemeckert. Okay. So, das war tatsächlich gar nicht so schlimm. Gut. Das ist komisch. Das lassen wir erstmal.
Das werde ich gleich nochmal probieren mit der Bombe. Ich kann mir nur vorstellen, dass es nur, das kann eigentlich nur mit der Bombe gehen. Mit was anderem kann ich ja nicht zweimal schießen. Also, oder doppelfach zerstören oder so. Wüsste nicht, womit ich das kann. Weil zwei Blöcke auf einmal geht eigentlich nur mit der Bombe. Und das war's dann schon. Das ist das Einzige, was uns in Technologie fehlt. Also bis auf das mit Penny. Aber das lasse ich ja aus. Also nochmal überlegen. Wer kann er zwei auf einmal zerstören? Angleichen. Kann er. Okay, gut zu wissen. Dann probieren wir es mit ihm. Oh, nice. LOL. Das war direkt genau für mich gemacht. Sehr schön. Danke. Tschüss. Okay. 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 Bin zufrieden. Danke. Tschüss. Passt. Alles in Ordnung. Ja, dann nächstes Mal Nintendo. Nächstes Mal die Nintendo-Missionen. Gucken wir mal, was da kommt. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.